In diesem Video möchte ich Ihnen das Problem des Handlungsreisenden vorstellen. Auf Englisch ist es nicht ganz so sperrig, es heißt Traveling Salesman Problem. Die Idee ist folgende: Man hat verschiedene Städte, und die dann natürlich als ein Grafen später repräsentiert werden. Und man möchte die kürzeste Route finden, wobei man nicht von einer bestimmten Stadt zu einer anderen bestimmten Stadt reisen möchte, wie beim kürzesten Pfad, sondern man möchte alle Städte genau einmal besuchen und am Startpunkt wieder zurückkommen. Wobei es wichtig ist, dass jede Stadt genau einmal besucht wird. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich in Freiburg anfangen würde, an diese Karte erinnern Sie sich vielleicht, dann werde ich nur so als Beispiel nach Karlsruhe fahren, dann nach Mannheim, dann nach Mainz, dann nach Frankfurt, dann nach Bamberg, von Bamberg nach Nürnberg, von Nürnberg nach München, von München nach Ulm, von Ulm nach Stuttgart und von Stuttgart komme ich zurück nach Freiburg. Das ist eine Rundreise. Natürlich ist es nicht hier wieder grafisch repräsentiert, es ist relativ einfach zu sehen, was jetzt hier der kürzeste Weg ist, aber es ist vielleicht nicht ganz so einfach und nicht ganz so eindeutig. Vielleicht gibt es viele verschiedene Pfade. Und schließlich habe ich hier bei meiner Zeichnung nicht berücksichtigt, ob es Straßen tatsächlich gibt und ob das Autobahnen sind oder irgendwelche Landstraßen oder extrem langsame Feldwege oder irgendwie sowas. Das heißt, man kann natürlich auch in diesem Problem annehmen, dass der Graph gerichtet oder ungerichtet ist und gewichtet oder ungewichtet ist, je nachdem, was man hat. Wir repräsentieren erstmal diese Karte etwas abstrakter als einen richtigen Graphen. Hier habe ich mir erstmal diesen Graphen nicht mit der Karte repräsentiert, sondern etwas abstrakter, damit ich besser damit arbeiten kann. Und ich habe mir bereits so die Kanten eingezeichnet. Und zwar, das muss ich zugeben, das sind nicht die realistischen Straßen, sondern eben ein bisschen weniger, sonst wäre es ja viel zu viel und ohne Gewichte. Und ohne Richtungen, damit es auch noch ein bisschen einfacher ist. Wenn man es jetzt so sieht, dann ist es nicht mehr so ganz trivial wie auf der Karte. Denn die Karte hat uns die Distanzen gezeichnet und man kennt sich ja in Deutschland auch so ein bisschen aus, wo man nach wo fahren sollte. Hier ist das alles nicht ganz so einfach und gar nicht so übersichtlich. Eine Möglichkeit, das Traveling Salesman Problem oder eben das sogenannte TSP zu lösen, das TSP-Problem, ist eben eine sogenannte Brute Force-Methode. Brute Force bedeutet pure Gewalt und es bedeutet in unserem Fall, wir wissen ja nicht, welche Reihenfolgen von Städten gut sind und welche nicht. Deswegen machen wir einfach alle Permutationen von Städten, die wir haben, die überhaupt möglich sind und dann suchen wir uns den kürzesten davon aus. Der Algorithmus funktioniert folgenderweise. Der hat nicht so richtig einen Namen, der heißt einfach Brute Force TSP oder pure Gewalt handlungsreisende Lösung. Und nehmen wir doch mal an, dass wir in Freiburg starten wollen. Wir starten hier in Freiburg. Okay, so, was können wir jetzt machen? Wir könnten uns einfach alle Möglichkeiten anschauen. Wir starten von Freiburg und wir können uns alle Kanten angucken, die wir benutzen können. Wir könnten nach Ulm, wir können nach München, also wir können nach Ulm, wir können nach München, wir können nach Stuttgart und wir können nach Bamberg. Also, wie funktioniert das Ganze? Wir machen jetzt hier auch ein kleines Beispiel. Wir fangen bei Freiburg an. Und ich nehme einfach immer die erste Kante, die ich irgendwo unterwegs sehe. Von Freiburg komme ich zum Beispiel nach Ulm. Was erste Kante ist, ist erstmal im Moment unwichtig. Später kann man sich das in der Liste, in der Adjazenzliste einfach rausgucken. Von Ulm komme ich als allererstes nach München. Gut. Von München komme ich nach Nürnberg. Von Nürnberg komme ich nach Frankfurt. Von Frankfurt komme ich nach Mannheim. Hatten wir noch nicht. Von Mannheim komme ich nach Karlsruhe. So, und von Karlsruhe komme ich erstmal nach Bamberg. Das Problem ist, ich habe Stuttgart noch gar nicht besucht. Und von Bamberg komme ich nicht mehr nach Stuttgart. Das heißt, diese
Liste, das ist eine Sackgasse. Ich kann sie erstmal komplett ignorieren, aber der Algorithmus ist eigentlich ein rekursiver Algorithmus. Ich habe Ihnen online auch den Python-Skript dazu zur Verfügung gestellt, der eine Lösung für diese Brute Force TSP darstellt. Und dort kann man diese Rekursion auch ganz gut nachvollziehen. Was passiert hier, ist, dass ich nicht alles verwerfe, so wie ich das im Moment so angedeutet habe, sondern tatsächlich nur einen Schritt zurückgehe. Das heißt, dieses Bamberg hier verschwindet und von Kassel gucke ich mir die nächste Möglichkeit an. Und tatsächlich in Kassel, na, von Kassel könnte ich nach Stuttgart und von Stuttgart jetzt kann ich allerdings nicht mehr nach Bamberg. Okay, muss ich das auch wegnehmen. Kassel habe ich jetzt erschöpft, das heißt, diese Unterliste, diese Möglichkeit, wie ich das abgelaufen habe, hat nicht funktioniert. Das heißt, Kassel muss ich jetzt auch zurücknehmen und einen Schritt wieder zurück. Von Mannheim habe ich Kassel genommen, in Frankfurt war ich. Die einzigen anderen Möglichkeiten ist Nürnberg. Nürnberg hatten wir schon. Was ich noch nicht hatte, ist eben Stuttgart. Das heißt, nach Mannheim nehme ich jetzt Stuttgart. Von Stuttgart kann ich entweder nach Kassel. Alles andere habe ich bereits besucht. Okay, dann nehme ich eben Kassel. Von Kassel kann ich jetzt nach Bamberg und von Bamberg tatsächlich kriege ich den Weg zurück nach Freiburg. Jetzt habe ich alle Städte besucht mit so einer Art Rekursion, wo es immer wieder einen Schritt zurückging, wenn irgendetwas vorne nicht geklappt hat. Und ich habe einfach eins nach dem anderen alle Kanten exploriert und entweder in einer Sackgasse beendet oder mit einer erfolgreichen Route. Für diese Route kann ich jetzt die Distanz, die komplette Distanz berechnen, entweder in Anzahl der Kanten oder wenn ich gewichtete Kanten hier hätte und zum Beispiel mit den richtigen Distanzen von Stadt zu Stadt, dann könnte ich jetzt irgendeine Zahl, nehmen wir an, D1 dazu schreiben oder berechnen. Dann mache ich Folgendes. Ich gehe wieder ein paar Schritte zurück, da wo ich kann. In diesem Fall hatte ich überhaupt keine anderen Möglichkeiten. Diese Route war mir sozusagen vor, dieser Teil der Route war mir mehr oder weniger vorgezeichnet, weil ich keine andere Option hatte. Das heißt, ich werde jetzt zurückgehen bis zu dieser Entscheidung, und zwar die Entscheidung in Frankfurt. Dort hatte ich immer noch viele Möglichkeiten. Das heißt, ich bin wieder in diesem Zwischenpfad, der in Frankfurt endete. Letztes Mal bin ich nach Mannheim gelaufen. In Nürnberg war ich schon, in Stuttgart war ich noch nicht, in Kassel kann ich nicht erreichen. Das heißt, in Frankfurt habe ich jetzt immer noch die Möglichkeit, direkt nach Stuttgart zu laufen. Nicht nach Mannheim, sondern eben nach Stuttgart. Und das versuche ich jetzt von Stuttgart. In Stuttgart habe ich welche Möglichkeiten? Das machen wir jetzt hier ein bisschen klarer. Das hatten wir schon. Ulm hatten wir schon. München hatten wir. Dann sind wir von München sind wir nach Nürnberg gekommen. Von Nürnberg sind wir nach Frankfurt gekommen. Von Frankfurt sind wir nach Stuttgart gekommen. So, von Stuttgart kann ich jetzt entweder nach Kassel oder nach Mannheim. Ich nehme die erste Kante, wie bereits besprochen, und ich laufe nach Mannheim. Von Mannheim habe ich jetzt als einzige Option, die offen ist, nach Kassel zu laufen. Und von Kassel nach Bamberg. Und von Bamberg komme ich wieder erfolgreich zurück nach Freiburg. Und jetzt habe ich eine zweite vollständige Route. Und da kann ich die Distanz bereits berechnen. Die Unterschiede zwischen den beiden Routen sind minimal. Von Frankfurt nach Mannheim und dann nach Stuttgart oder eben zuerst nach Stuttgart und dann nach Mannheim. Aber der Unterschied in der Distanz wird höchstwahrscheinlich da sein. Und auf diese Art und Weise berechne ich alle möglichen Permutationen. Eine andere Möglichkeit für einen anderen Algorithmus wäre, dass ich einfach die Liste aller Städte nehme und einfach alle Permutationen erstmal bastle, zum Beispiel mit einer mathematischen Funktion oder gibt es bestimmt auch irgendwo ein Modul, den man dafür benutzen kann. Und danach sie eins nach dem anderen überprüfe, ob sie überhaupt möglich sind. Ist auch eine Möglichkeit, ist aber auch extrem teuer, sagt man dazu, zu einem Algorithmus, der extrem lange braucht.
Und TSP mit Brute Force Methoden ist tatsächlich einer der teuersten Algorithmen überhaupt. Die sind extrem schwierig und man braucht extrem lange, um das alles zu berechnen. Das werden wir in einem späteren Video auch noch behandeln. Was ist nämlich die Komplexität von einem Algorithmus? Und hier bei uns ist die Komplexität sehr, sehr hoch. Und Sie können es gerne auch zu Hause mit diesem Python-Skript, das ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe, ausprobieren, wie lange braucht er zum Berechnen von diesem Problem. Wenn man nur so viele Hash-Städte hat, dann wird es relativ schnell gehen. Eigentlich merkt man nicht mal, was er da berechnet. Versuchen Sie doch mal, die doppelte Anzahl von Städten zu berechnen. Dann werden Sie sehen, dass Sie ein bisschen was warten müssen. Und vielleicht warten Sie auch so lange, dass Sie irgendwann denken, irgendetwas ist hier falsch. Er rechnet einfach. So, jetzt wissen Sie, was TSP ist oder das Problem des Handlungsreisenden. Und Sie wissen auch, wie man es mit Brute Force Methoden berechnen kann oder eben lösen kann. Dankeschön.